Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mittels Fourierreihen, Folge 2. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier so ein bisschen durchgequält und hier die Formel korrigiert und dadurch dann halt so ein bisschen klar gemacht, wie halt hier diese Rechnung prinzipiell zu laufen hat. Und jetzt können wir uns quasi einen Zusammenhang angucken zwischen den reellen und den komplexen Koeffizienten. Also diesen AKs und den CKs bzw. den BKs und den CK. Das ist Folgerung 1,3. Ja, aus dieser Darstellung 1,2 in der richtigen Form jetzt erhalten wir ja, AK ist gerade CK plus C minus K. Da haben wir gerade im Prinzip oben für K gleich 1 nachgerechnet. Und das gilt jetzt für k größer gleich 0. Andererseits erhalten wir bk ist gerade i mal ck minus c minus k. Ja, das heißt, geben wir noch den Namen, wenn wir einen dieser Koeffizienten ausgerechnet haben, also entweder die reelle Variante ak bk, also reell, ne? Also das sind ja auch komplexe Zahlen, aber sind halt in dieser reellen Form oben geschrieben. Unten die CKs, das sind die, die in der komplexen Form geschrieben werden mit der komplexen Exponentialfunktion. Aber oben steht ja reeller Cosinus und Sinus in 1, 1. Das heißt, hat man eine der beiden hingeschrieben, kann man die andere daraus ausrechnen. Das heißt jetzt für uns, wir können uns ohne Mehraufwand auf diese komplexe Reihe zurückziehen. Also das heißt, auf dieses Summe CJ e hoch ijt zurückziehen. Auf Summe. Weil das ist jetzt natürlich, wenn wir eben komplexen arbeiten, unter Umständen einfach die handhabbare Form, weil da keine Summe drin steht, nur sondern einfach eine Exponentialfunktion. So. Jetzt sind wir so ein bisschen an einem Scheideweg. Also wir haben jetzt hier irgendwie Funktionen rein und wir wissen natürlich auch, wenn wir irgendwie Funktionen rein betrachten, dann ist irgendwie Konvergenz eine interessante Frage. Und auf die Konvergenz wollen wir auch irgendwie hinarbeiten. Das wird tatsächlich einer der großen Fragestellungen dieses Kurses werden, gerade was die punktweise Konvergenz angeht. Die gleichmäßige lässt sich noch relativ einfach erschlagen. Jetzt nehmen wir also zunächst mal an, wir hätten dieses Problem der Konvergenz schon geklärt. Das heißt, wir nehmen jetzt an, die Reihe würde konvergieren. Ja, also Annahme. Summe k gleich minus unendlich. Und auch hier einfach wieder, der Index wird laufend irgendwie geswitcht, weil die gedankliche Flexibilität erlauben wir uns immer. Wir nehmen an, dass diese Reihe auf R gleichmäßig konvergent ist. Gut. Wenn das der Fall ist, dann ist die Funktion f von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen, die dargestellt wird als f von t gleich Summe k gleich minus unendlich ck e hoch minus oder e hoch ikt, die ist dann stetig und durch die Exponentialfunktion im Komplexen 2π periodisch. Und wenn wir so eine Funktion haben, die stetig und 2π periodisch ist, dann schreiben wir, dass diese Funktion f ein Element ist des Raums C2π von R mit Werten in C. Weil wir erinnern uns, CK sind per se komplexe Zahlen. So, jetzt können wir uns halt, weil wir eine 2π-periodische Funktion da stehen haben, durch geeignete Restriktion und Fortsetzung immer auf so ein gewisses Intervall zurückziehen. Ne? Also indem wir geeignet einschränken und fortsetzen, können wir uns auf das Intervall tau minus pi, tau plus pi zurückziehen für ein festes tau aus R. So, jetzt schreiben wir es kurz hin. Durch geeignete Restriktion bzw. Fortsetzung können wir für festes tau aus R den Raum C2π, das ist übrigens auch die Kurzform hierfür, immer
mit dem Unterraum. Und den nennen wir jetzt C2 Pi und dann kommt hier einfach so ein Intervall rein, Tau minus Pi, Tau plus Pi. Und das sollen jetzt eben all jene Funktionen sein, f, die zum einen mal stetig sind auf diesem Intervall und zum anderen diese Periodizitätseigenschaft erfüllen. Das heißt, f von t minus pi ist das gleiche wie f von t plus pi. Das nennen wir mal 1.4. Und mit diesem Unterraum können wir das immer identifizieren. Jetzt habe ich Unterraum geschrieben, da müssen wir immer dazu sagen, von welchem Raum. Der Unterraum soll sein von c tau pi, tau minus pi bis tau plus pi, also von den stetigen Funktionen. So, ohne Einschränkung also c 2 pi minus pi. Ja, das heißt, wir können uns immer auf das Intervall minus Pi bis Pi beschränken, ne, indem wir einfach immer, weil wir Periodizität haben, dieses Intervall rausschnacken. So, jetzt haben wir also zwei Sichtweisen. Wir haben einmal die Variante, wir schreiben eine Funktionenreihe hin und dann haben wir die Sichtweise, naja, das definiert ja unter gewissen Voraussetzungen, nämlich der gleichmäßigen Konvergenz, eine stetige Funktion. Gut. Wenn wir jetzt umgekehrt mal sagen, wir legen durch so eine Reihe eine Funktion fest, können wir dann die Koeffizienten zurückrechnen, also diese CKs, beziehungsweise diese AKBKs, die ja dann äquivalent sind nach Folgerung 1, 3. Und das ist tatsächlich möglich und das sagt uns der nächste Satz, der im Wesentlichen einen Aufschluss gibt über ein gewisses Integral. Danach werden wir dieses Integral mit den Koeffizienten zusammenpanschen. Und danach sehen wir es. Ne? Weil das ist gerade eine Formel für die komplexen Koeffizienten, für die CKs. Und wenn wir das haben, dann ist alles gut. Ist also, wenn man so möchte, eine Art Lemma. Aber ich habe es hier trotzdem Satz genannt, weil es hat halt schon eine gewisse Ausdruckskraft. Also, für alle n,m aus n gilt, dass 1 durch 2 Pi mal das Integral von minus Pi bis Pi über e hoch i mal nt mal e hoch minus imt dt, dass das einfach das Kronecker-Delta ist von n und m. Einfachste Überlegung hier, Cauchy-Integralsatz bitte. Ne, es ist ein ganz simples Kurvenintegral auf einer Linie. Da muss man nicht großartig bei denken. Dementsprechend schreibe ich hier halt auch mal Beweis hin. Entweder nachrechnen. Man kann das natürlich auch einfach mit reeller Analysis machen. Oder man parametrisiert sich die Strecke und fasst es als Kurvenintegral auf. Oder Kurvenintegral. Weil wir hier eine holomorphe Funktion haben. Man muss sich nur einen geeigneten Weg basteln. Das ist wieder ein bisschen Funktionentheorie. Geht halt beides. Da möchte ich jetzt allerdings nicht großartig was zu verlieren. Oder soll ich da was zu sagen? Wollte ich gerade, ob das. Also. Wenn die beiden gleich sind, ist es hoffentlich klar, ne? Weil dann steht hier das Gleiche und dann steht hier einfach eine 1 im Integral. Und ansonsten kann man von e hoch int mal e hoch minus imt natürlich auch mal ein bisschen was zusammenfassen, nämlich i hoch it mal n minus m. Und davon kann man jetzt relativ leichte Stammfunktion angeben und die Periodizität ausnudeln, ne? Also das vielleicht als Hinweis. Gut, das ist auch eher der technische Teil. Der spannende für die Fourier-Reihen kommt jetzt mit der Folgerung. Die werden wir auch jetzt beweisen. Es gilt nämlich, dass 1 durch 2 Pi mal das Integral von minus Pi bis Pi f von t mal e hoch minus imt dt, dass das gerade dieses cm ist. So. Und der Witz ist jetzt natürlich, dass wir diesen Satz 1,4 benutzen können. Also der Beweis ist jetzt einfach simples Nachrechnen. Und zwar in folgendem Sinne. Wegen der angenommenen gleichmäßigen Konvergenz, das war ja die Annahme, die wir hier reingesteckt haben, ne? Gleichmäßigen Konvergenz gilt,
Ja, und jetzt können wir es ausrechnen, ne? Wir können anfangen einfach mit dem 1 durch 2 Pi. Integral minus Pi bis Pi f von t e hoch minus imt dt. So, für das f von t dürfen wir die Reihe einsetzen. Also können wir das hier schreiben zum Integral von minus Pi bis Pi. Dann kommt die Reihe k gleich minus unendlich bis unendlich ck e hoch ikt mal e hoch minus imt dt. So, gleichmäßige Konvergenz heißt, wir dürfen Integral und Summe vertauschen. Das heißt, das ist hier die Reihe k gleich minus unendlich bis unendlich. 1 durch 2 Pi mal ck mal Integral minus Pi bis Pi e hoch ikt mal e hoch minus imt dt. Wobei wir das ck halt auch schon aus dem Integral rausgezogen haben, weil das hat ja nichts mit t zu tun. So, hier hinten steht jetzt exakt das Integral von hier oben, nur mit k statt n. Das heißt, das hier hinten ist nach Satz 1, 4 einfach das Kronecker-Delta aus k und m. Also Reihe k gleich minus unendlich. 1 durch 2 Pi, CK, Kronecker Delta, Delta KM. So, jetzt müssen wir an der Stelle noch eine Sache einberechnen. Hier vorne steht ein 1 durch 2 Pi vor. Ja, das heißt, wenn ich dieses Integral haben will, muss ich hinten noch mit 2 Pi gegen korrigieren. Ja, das heißt, hier kommt noch ein 2 Pi dran. Das ist gut, weil dadurch hebt sich hier vorne der Bums schon mal raus. Ne? Das heißt, was hier letzten Endes stehen bleibt, ist die Reihe k gleich minus unendlich bis unendlich ck mal Delta km. Und jetzt müssen wir uns nur kurz daran erinnern, wie war denn überhaupt das Kronecker-Delta definiert? Naja, das ist 1, wenn k gleich m ist und 0, wenn k ungleich m ist. Das heißt, diese ganze Reihe hier zerschrumpft zu einem einzigen Faktor, sondern zu einem einzigen Summanden, nämlich zu dem, wo k gleich m ist, also cm. Und damit ist der Beweis auch schon durch. Ja? Das heißt, die Koeffizienten cm sind durch die Funktion f festgelegt und umgekehrt, wenn wir die gleichmäßige Konvergenz voraussetzen. Ne? Die lassen sich ineinander umrechnen. Und dadurch lässt sich natürlich f dann insbesondere auch als so eine Cosinus-Sinus-Schwingung schreiben, weil wir wissen ja nach 1,3, wie wir die AKs und die CKs eben ineinander überführen können. Und das wollen wir jetzt so ein bisschen systematisieren, indem wir dieser Beobachtung halt einen Namen geben. Das ist jetzt Definition 1,6. Wir nehmen mal f aus L1 von minus Pi bis Pi und dann definieren wir f Hut von k einfach als dieses Integral. 1 durch 2 Pi, Integral minus Pi bis Pi, f von s, e hoch minus iks ds. Und das k soll eine ganze Zahl sein. Ne? Das nennen wir jetzt mal 1,5. Und dann schreiben wir, f von t ist assoziiert zu der Reihe k gleich minus unendlich bis unendlich f Hut von k mal e hoch ikt. Einfach eine Schreibweise. Hat erstmal nichts mit der Konvergenz zu tun. Da werden wir noch drauf eingehen. Jetzt nicht in diesem Video, aber im nächsten. So, und diese Zahl f Hut hier, die heißt Carter-Fourier-Koeffizient von f. Und das Ding hier heißt die zu f assoziierte Fourier-Reihe. Gut, überlegen wir uns mal, warum ist es sinnvoll, überhaupt das Integral hinzuschreiben für eine L1-Funktion? Na, weil noch sagt uns ja eigentlich nichts, dass dieses Ding existiert. Es tut's aber. Denn die Bedingung f in L1 sichert ja wegen folgender Abschätzung. Na, was heißt f in L1? Naja, die Norm von f gemessen in der 1-Norm auf minus pi pi, die ist kleiner als unendlich,
gerade die Existenz dieses Integrals. Also die Existenz von 1,5. Denn wir können jetzt ja abschätzen, der Betrag f Hut von k, ja, der muss endlich sein, dann existiert das Integral. Der ist aber sicherlich mal kleiner gleich als 1 durch 2 Pi mal das Integral minus Pi bis Pi Betrag f von s mal Betrag e hoch iks, minus iks. Ist egal, ist ja symmetrisch in dem Sinne. Aber wir schreiben e hoch minus iks. So, ds. Das ist einfach die Dreiecksumgleichung für Integrale. So, und der Betrag von e hoch minus iks ist gleich 1. Ja? Das heißt, das, was hier steht, ist gerade die L1-Norm. Das heißt, das ist 1 durch 2 Pi mal die Norm von f in der L1-Norm auf minus Pi Pi. Und das ist aber gerade kleiner unendlich. Deswegen existiert dieses Integral und deswegen ist das eine sinnvolle Definition. Ja? Und damit beenden wir dann für heute auch die Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht's gut und tschüss.